So beginnt der Tag. Mit einem Kampf. Die erste Auseinandersetzung: Frühstücken oder einmal noch umdrehen und dann Coffee to go. Familien stecken in der Verhandlungsdauerschleife. Der Mann bringt schnell die Kinder zur Kita, damit sie früher zur Arbeit kann und dafür in der Mittagspause einkaufen fährt. Er darf abends was trinken gehen. Sie dann übermorgen, wenn er dafür den Sport ausfallen lässt. Lauter Kompromisse. Kaum etwas wird derart verachtet und zugleich ersehnt. Wirklich verführerisch klingt er nie, der Kompromiss. Er hat einen schlechten Ruf, weil wir in einer Welt leben der unglaublichen Individualität, die richtig dumm ist manchmal auch. Und dann geht man in die Schule und sagt, also Nüsse darf mein Sohn nicht essen, weil da hat er eine Allergie. Und wenn man in die Wirtschaft fährt am Abend, dann ist es ganz schlecht, wenn der Parkplatz 800 Meter entfernt ist, sondern sollte am besten schon der Parkplatz auch da sein und Kartoffelknödel, sondern Semignödel. Also das geht bis ins Hinterletzte. Und da kann man nur sagen, Leute, zurück in die Mietshäuser mit hellhörigen Wänden. Da lernt man, glaube ich, leben. Die friedliche Einigung zweier Streithanseln gab es schon bei Cicero, mit Hilfe eines Schiedsmanns. Demokratien sind ohne Kompromisse nicht lebensfähig. Der ständige Versuch, das Unvereinbare zu versöhnen. Egoismus mit Gemeinsinn, Gleichheit mit Freiheit. Wir sind so frei wie nie zuvor, doch weil jeder das ausleben will, wird es kompliziert. Wir haben nicht mehr eine gemeinsame Vorstellung von dem, was ein gutes Leben ist. Ein Beispiel ist, dass das Geschlechterverhältnis neu verhandelt werden muss, weil wir unterschiedliche Vorstellungen von dem haben, welche Rollen und welche Rollen Frauen und Männer haben. Das heißt, eine pluralisierte Gesellschaft hat einen erhöhten Bedarf an Kompromiss, weil sie einen erhöhten Bedarf an Aushandeln hat. Ein Kompromiss ist die Kunst, einen Kuchen so zu teilen, dass jeder meint, er habe das größte Stück bekommen. Ludwig Erhard. Sein Scheitern als Kanzler ist gleichzeitig der Beginn von etwas Wundersamen, der ersten großen Koalition. Mit Kiesinger, dem einstigen NSDAP-Mitglied, und dem Emigranten Brandt. Noch erstaunlicher, die Symbiose von CSU-Finanzminister Strauß und SPD-Wirtschaftsminister Schiller, der kühle Professor und der hitzköpfige Autodidakt. Plisch und Plum. Ergebnis: die erfolgreiche Bekämpfung der Rezession. Derzeit wird der Wille zur Einigung immer mehr als Schwäche empfunden, als Verrat an Prinzipien. Das Brexit-Chaos, ständige Abstimmungen, keine Lösung. Oder die Aufkündigung des INF-Vertrags. Sich als Sieger fühlen wollen um jeden Preis. Wenn ich meinen Fischschwarm anschaue, der hat natürlich nur eine Überlebenschance, weil irgendwie ein Hauptfisch da ist, der sagt, jetzt schwimmen wir alle da hin. Und jetzt schwimmen wir alle da hin. Es gibt keinen Fischschwarm, die sich 5 Minuten beraten und dann sagen, nee, darüber, da will ich, weil da ist vielleicht der Hai, wollen wir nicht darüber, irgendwie, da war es gestern schön. Das funktioniert nicht. Und in der Politik sieht man es immer wieder, dass eine große Sehnsucht nach dem Chef da ist. Ich denke, das Problem, das wir haben, ist, dass der Kompromiss eigentlich so in Misskredit geraten ist, weil man das Gefühl hat, wir haben zu lange über Kompromisse gelebt, wir haben zu lange in großen Koalitionen gelebt, die politischen Positionen sind zu ununterscheidbar geworden und wir haben plötzlich eine Renaissance der Kompromisslosigkeit. Das mag im persönlichen Leben von Vorteil sein, im politischen ist es kein Vorteil. Im politischen ist das ein Rückschritt. Man kann ein Leben als Ego-Shooter führen, ist auf Dauer nur ziemlich leer. Andererseits, das beste Gefühl, das man nach einem Kompromiss haben kann, ist selten Euphorie, sondern möglichst wenig Unzufriedenheit. Besonders verachtet wird er darum seit jeher in der Kunst. Klingt zu sehr nach irdischem Mittelmaß, Sparflamme, nicht nach Genie, Welterschütterung. Ich könnte jetzt natürlich als Künstler sagen, das, was ich im Kopf habe, 1:1, setze ich auf der Bühne um. Jetzt Kabarett soll ja ein bisschen unterhaltsam und lustig sein, also ganz ohne Lacher. Ja, ich bin sowieso auch sehr ernst auf der Bühne, sehr oft. Ganz ohne Lachen soll es aber doch nicht sein. Aha, dann geht aber schon der Kompromiss los. Ich will ja auch, ohne dass ich es ausdiskutiere, einen Kompromiss mit dem Publikum und sagen, ihr hört es euch jetzt
Das spreche ich ja nicht aus. Meine traurige Geschichte an und ganz ernste Stellen. Aber ich weiß, dann kommen 5 Knallerpointen und dann lacht's ja wieder. Doch wie viele Egos lassen sich vereinen? Die Europäische Union, 28 Mitgliedstaaten. Beispiel der Vertrag von Lissabon. Ein historischer Moment. Doch auch der kleinste gemeinsame Nenner. Der Zwang zur oft einstimmigen Einigung lähmt die Fortentwicklung der europäischen Idee. Man muss sich verabschieden von der Vorstellung, dass Demokratie eine harmonische Gesellschaftsordnung ist. Demokratie funktioniert über Auseinandersetzung, über Konfrontation und über Streit, aber über eine gewisse Form von Auseinandersetzung und Streit, ja, über einen gehegten Streit. Also einen Streit, der immer auf dem Boden passiert, dass man den Gegner akzeptiert, dass der Gegner nie ein Feind ist, sondern ein Gegner. Am einfachsten hat das Dilemma der israelische Philosoph Margalit einmal zusammengefasst. Die Frage, ob Kompromisse gut oder schlecht sind, ist so unsinnig wie die Frage, ob Bakterien gut oder schlecht sind. Wir können ohne sie nicht überleben, auch wenn wir manchmal an ihnen sterben.